Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3 mit Moos. So, wir sammeln jetzt mal ein paar Wirbelsäulen ein, würde ich sagen. Ich weiß gerne, mit wem ich arbeite. Wieso bist du ein Kammerjäger geworden? Tja, mein alter Trupp ist tot und Fladdoff denkt, dass ich es auch bin. Iron Bear und ich sind allein. Max zu reparieren ist nicht billig und ich habe gehört, in den Kammern gibt es Schätze. Schien mir eine gute Idee zu sein. Die Kammern ziehen alle möglichen Typen an. Vergiss nicht, der Macht in ihnen ist schwer zu widerstehen. Wir müssen sicherstellen, dass sie nicht in die falschen Hände fällt. Vertrau mir, ich kenne das. Das war's für dich. Ja, sie kennt es auf jeden Fall. Alter, wie geil ist das denn? Ich kann eine Patrone nachladen und dann schießen. Okay, das ist richtig gut. Hallo! Alter, wie die explodieren, ist halt richtig heftig. Wie geht's? Jetzt meine ganzen. Jetzt meine ganzen Hände, also meine beiden Hände, so voll geschwindig. Das ist ja gut. Bam. Hey, geil, das geht. Ist ja witzig. Okay. Voll und ziemlich gut. Weißt du, was ich da sage? Hallo, Bär. Was ist das denn für eine? Ah, sehr gut. Bring sie zurück zur Maschine und mach schnell. Ja, Level 4. So. 21 Gold, ja, nee. Das passt schon. Granatenfall. Gibt's hier irgendwas zum. So, genau. Sammel noch ein menschliche. Ja, das mit dem menschlichen mache ich jetzt nicht, weil ich bin ja gerade nicht so killwütend. Ah, das ist erst so eine Einser Ding. Dingser Bumster. Boing, 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 boing. Gut gemacht, Kammerjäger. Du hast jetzt Zugang zu meiner riesigen Auswahl an mörderischen Waren an einem praktischen Ort. Gute Jagd. Na, dann schauen wir doch mal gleich. Ich schaue dann auch gleich mit den Skillpunkt. Was gibt's denn hier für? Ei. 100, also 200. Wir haben 1200, das passt. So. Neun, sieben, sieben. Ja, die anderen passen. Dann verkaufe ich. Oh. Um,
Ja, den, ja. Achtung. Ja, okay, dann verkaufe ich die da. Verhandeln kannst du nicht. Wie, muss ich ja nicht. So, dann Kopf freigeschaltet. Und jetzt? Nee, ja, Skills. So. Bei Skill-Aufteilung erhältst du Skill-Punkte. Ja, das ist klar. So, ich würde sagen, das ist der Laser, ne? Railgun. Weiter elektrische Hochgeschwindigkeitsprojekte, nicht Profile. Projektile, nicht Projekte. Hm. Ja, Schockschaden verursacht. Ich würde das da machen. Also nochmal extra Schild ist, glaube ich, ganz gut. Ist ein bisschen komisch, wenn man Rechtsklick macht, dann schießt man mit links und andersrum. So, Soundklapper. Ja. So. Ich gehe jetzt mal raus. Oh, wieso steht er dann nicht mehr? Naja, egal. Dann gehen wir einmal hinten rein, Sneaky Peaky. Oder vorne rein. Hallo. Wow, wir machen da Schaden. Ich sehe die. Da kommen sie. Auf der Iridium-Ebene! Bam! Schweine! Komm her, hol dich, Ketzer! Ketzer, ja. Ich Fanatiker, komm her! Platsch! Mal schauen, was da drin ist. Was ist das denn? Wie der läuft. Hä? Ach so, das ist wie bei Diablo. Schon Golem. Ach krass. Oh, es ist ein bisschen grau. Ach, ist das geil. Ja, ja. Oh, wisst ihr was? Hallo, da. Wo ist sie? Das Reingrätschen macht halt richtig Spaß. Warte, warte nach.
Bist du tot? Oh, ja. Ziemlich. Und wo sind die? Da oben. Ja, die treffe ich mit so einer Minigun nicht. Das gibt auch wieder Geld. Und was hat der kleine Knung jetzt da verloren? Oh, die ist auch gut. Die ist auch gut. Und was ist das da? Schrotflinte, die ist besser als die. Oh yeah. Und, nicht nur ein Schuss. Das ist sehr gut. Ist hier oben noch was? Bestimmt. Ah, da. Ist da oben noch was? Nee. Da unten ist noch was. Ach, verdammt. So, ich drücke immer noch automatisch E. Oder halte E gedrückt, weil wir dann im Zweier war das so, dass man dann automatisch alles lootet, was man braucht. Aber das muss man ja nicht mehr. Ne? So. Dann kommt man her, meine kleinen. Ah, eine Lootbox. Boah. Das wollt ihr nicht. Viel Glück im nächsten Leben. Jetzt wird gehackt. Alter. Wow. Oh Gott! Und Krette! Ja, das war noch nicht so, so gut, aber also, wie die Verkäferung ist. Alter, das macht so Spaß. Gut, also natürlich macht das keinen Spaß. Also das ist brutal. Oh, hi! Das ist viel zu viel Brutalität. Boah. Cool. Jetzt sehen wir das auch mal. Ich kann nichts machen. Oh Gott. Ich konnte gerade nichts machen. So, zum Glück hat er sich noch ein bisschen. Ich wollte gerade in meinem Mac steigen, aber das hat nicht geklappt. Naja. Wir spielen das ja auch auf nicht leicht. Also nur auf Mittel, aber es ist nicht leicht. So, da können wir nichts machen. Wir hätten auf die. Hallo? Hilfe! Ich will eigentlich noch nicht sterben. Nicht okay. So! Du kannst mir entweder helfen oder ich schreie alle 15 Sekunden oder so. Hä? Wo ist der? Ist der oben? Du kannst mir helfen oder ich schreie alle 15 Sekunden. Das ist natürlich auch nett. Das ist natürlich besser als das, was wir gerade hatten. Da waren wir schon. Da können wir noch ein bisschen looten. Da haben wir alles so freshy-fashy. Dann gehen wir mal ganz hoch.
Ach, die kann man erschießen. Schau, das wäre die perfekte Position für einen Sniper. Da unten sind auch noch zwei Kisten. Da. Hui. So, das gibt wenigstens ein bisschen Kohle. Da drin ist nichts mehr. Gut, dann machen wir mal weiter. Weiter im Text. Hallo? Hilfe! Ich will eigentlich noch nicht sterben. Ja, das hat nicht so. Hol mich runter. Ja, wo denn? Yo, hilfst du mir? Falcon Bandit live. Schieß mich hier runter, okay? Ich hänge gerne, aber nicht so. Nicht so! Na gut. Meine Unterhose ist... Füße funktionieren. Schön, dich zu sehen. Hey, danke. Ohne dich wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Also, was machst du hier? Mission für die Crimson Raiders. Ziemlich geheim. Direkte Befehle von Lilith. Ich muss dich vielleicht töten. Du gehörst zu Firehawk? Oh Mann, ich gehörte früher auch zu Lilith. Aber jetzt bin ich ein Kriegslord der Banditen. Es leben die Sonnenklopper. Ich meine, zumindest war ich Kriegslord, also bis mein Clan diesen beschissenen Alienschrott fand. Ich hatte sie gewarnt, aber was machen sie? Sie haben mich gefesselt, um den Schrott den Kalypso-Zwillingen zu bringen. Nicht cool, Bro. Also, wir sollten hier verschwinden, bevor die Kinder der Kammer zurückkommen. Und wo hängen Lilith und die Raiders so ab? Ex-Propagandazentrum der Kinder der Kammer. Betonung auf Ex. Das ist super. Na los, nichts mehr weg hier. Ich geh vor. Auch wenn ich total unbewaffnet bin. Man darf nicht zeigen, dass man Angst hat und völlig schutzlos ist, Bro. Banditenleben! Okay. Gut, dann schauen wir mal. Wir haben noch einen Skillpunkt übrig. Ich will mal die Minigun. Genau. Statt den Laser machen. Und das da will ich. Ich will unbedingt das bemannte Geschütz haben. So, ja, ich schau mich noch kurz hier um. Hier muss doch irgendwas sein. Nice. Wie ich es gerade die ganze Zeit finde, finde ich gerade echt krass. Okay, Level 5 muss ich dafür sein und auch Level 5, okay. Sonst gibt's hier nix. Ist ein bisschen wenig. Also zwei Waffen, okay. Hui. Nee, aber sonst gibt's hier nichts. Okay. Und du hast dieses KDK-Propagandazentrum ganz allein eingenommen? Aber sicher, alte Unterhose. Ich bin beeindruckt. Oh Mann! Die Kinder der Kammer haben mein Lager verwüstet! Da gehört der verdammte Schädel nicht hin! Das stört voll den Energiefluss! Oh, ich kenne eine Abkürzung! Hier entlang! Ja? Hä? Das? Sieht unzerstörbar aus. Okay. Hi. Alte Unterhose. Oh, nein, ich will da hin. Oh, gut. Ich bin eine Skag-Hochburg, was? Hey, ich lass dich das machen. Das Einzige, was ich gerade als Waffe zur Hand habe, benutze ich sicher nicht für Skags. Okay, danke. Zu viel Details. Was ist das? 7er Pistole. Dann schauen wir mal, wie sich unser
Geschützturm auf dem Rücken. Ja. Ich weiß halt gerade echt nicht, ob ob der gerade geschossen hat, ne? Oder es ist wahrscheinlich anders. Also könnte auch sein, dass es du hast dich mit der falschen angelegt. Vielleicht wirklich so ist, dass ey, ich hab dich doch schon mal getötet, ne? Das ist ja das wirklich ein Kumpel, dann da. Nicht so stark, wie es den Anschein macht. Da reingehen kann. Und damit ballern kann. Pandora steckt in Schwierigkeiten. Ich spüre es in meinen Knochen. Vielleicht ist es auch nur der raue Wüstenwind auf meiner sonnengegerbten Brust. Mal schauen, wie der Lilith auf ihn reagiert. Schicke Hütte. Verstärkt, klimatisiert. Fehlen nur ein paar blutige Schädel an den Wänden und schon wär's hier richtig gemütlich, Kumpel. Warn? Was zur Hölle hast du hier verloren? Hey, hey, Lilith! Der ehemalige Kriegslord der Sonnenklopper meldet sich zum Dienst! Los, Crimson Raiders! Schön, dich zu sehen, Warn. Für die Raiders brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Also, Kammerjäger, hast du die Karte gefunden? Ja, haben wir die Karte gefunden? Nee, oder? Ich konnte die Karte nicht finden, also habe ich einen Banditen mitgenommen. Haben wir das? Wenn du den Alien-Schrott meinst, bringt ihn mein Clan gerade den Kalypso-Zwillingen als Opfer. Sie sind auf dem Weg zur Heiligen Rundfunkstation. Dort halten die Kalypsos ihre Mordpredigten, um ihre Anhänger anzustacheln. Die Kalypsos dürfen die Karte nicht in die Finger bekommen. Aber die Heilige Rundfunkstation ist ziemlich weit weg. Kammerjäger, du brauchst einen fahrbaren Untersatz. Mhm. Meine Freundin Ellie betreibt das Catch a Ride. Stell dich ihr vor und sie hilft dir. Ja, die Ellie. Danke, dass du mich gerettet hast. Wenn du nicht gekommen wärst, wäre ich vielleicht tot, was nicht mein bevorzugter Existenzzustand ist. Vielen Dank auch. Vielen Dank. Na hallo auch. Kann ich dich für einen teilweise gebrauchten blutigen Schädel interessieren? Ein teilweise gebrauchten Blut? Was meint er mit teilweise gebrauchten? Lilith, was meint er? Diese Karte wird uns zu Kammern überall in den Borderlands führen. Wenn die Kinder der Kammer die Karte wollen, sind sie Konkurrenz. Ja, das war wenig. Hast du die Echo-Casts der Kalypsos gesehen? Die sind doch völlig durchgeknallt. Mhm. Unser altes Schiff, die Sanctuary, wurde von einem Ex-Dahl-Offizier namens Hector angegriffen. War ein echter Penner. Er hat unser Schiff genommen und versucht, mit der Kammerkarte Pandora zu übernehmen. Ah. Ein anderer Kammerjäger hat ihn getötet. Dann habe ich die Sanctuary zerstört, um eine Katastrophe zu verhindern. So haben wir die Karte verloren. Viel Glück dabei, die Karte wiederzukriegen. Um die Heilige Rundfunkstation mache ich einen riesigen Bogen. Das ist eine durchgeknallte Kultzentrale. Schön.
Jetzt wissen wir auch, was mit der alten Sanctuary passiert ist. Ich bin Dr. Zed. Hier gibt es Schilde, Mods und Segelfrieden. Sogar Hirnteile. Also schlag zu. So, dann schauen wir mal da. Ich hab Kugeln mit deinem Namen drauf. Moment, so war das nicht gemeint. Unterstützt Läden in der Region. Verkauf bei Marcus. So, 103. Das brauchen wir nicht. Metzschlacht. Ah. Jeder hat seinen Preis. So, Level 5, Level 4. Also, das haben wir ja jetzt auch ersetzt, oder nicht? Genau, das haben wir gerade. Sag mal, 18, 4 mal 13. Gut, ausgerüstet, gut. Alles klar, und ich würde sagen, flupp, ouch. Ja. Wir werden jetzt, erstmal beenden und dann nächste Runde begeben wir uns zu Ellie. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal, bye.